Was geht's, liebe Leute? Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Feuerrot und Blattgrün hier bei Crush 43 89. Ja, wir haben die Nugget-Brücke hinter uns gelassen. Unser Team war jetzt leichter angeschlagen, aber jetzt ist es etwas stärker geworden dank den Trainern da unten. Natürlich erwarten uns jetzt noch einige andere Trainer, denn wir sind jetzt auf dem Weg zu Bill, dem Pokémaniac. Und ich glaube, hier ist jetzt gerade Topsy schlecht belegt, denn jetzt erwartet uns anscheinend ein Gesteinstrainer, möchte ich behaupten. Sollte ich da vielleicht lieber auf ein anderes Pokémon? Ja. Okay, ein Wanderer sozusagen. Ich komme gerade vom Mondberg und bin topfit. Ach ja? Dann zeig mal, was du kannst, mein Freund. Eine Herausforderung vom Wanderer Kasper mit seinem Ja, toll, da hätte ich jetzt Taubsi drin lassen können, ne? Aber egal, dann staubt eben mein Mankey ab. Scheiß drauf. Oh mein Gott. Was soll das denn jetzt? Willst du mich verarschen? Ja, nee, ist klar. Hier hat Fußkick weitaus mehr Wirkung. Boah, das wäre knapp gewesen, ey. Wie kam das denn? Mein Mankey hätte da beinahe... Naja. Egal. Es hat alles überstanden und jetzt, kommt sein Kleinstein. Da bleibe ich auch beim Mankey, weil was anderes hätte ich dabei nicht außer mein Glutexo. Und überhaupt, wenn dieses Kleinstein Gesteinsattacken einsetzt... eingesetzt hätte, dann wäre mein Lockshop-LP ganz schön, alt ausgesehen. Gilt Lockshop-LP? Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, sorry nochmal. Weil, bevor der Part, an den du gefahren worden bist, hochgeladen worden ist, nehme ich das hier gerade auf. Sehr schön, abgestaubt, bis du geht nicht mehr. Du hast schwer gekämpft. So schwer nun auch wieder nicht. Mist, ich hatte zu weit gebissen. Ach ja, heul ruhig rum. Ah ja. Es war gut, dass ich hier lang gegangen bin, da gibt es nämlich eine Beere. Hier unten gibt es noch einige andere Pokémon zu fangen, aber die fangen wir dann erst, sobald wir bei Bill gewesen sein. Sobald wir bei Bill gewesen sind. Tolles Deutsch, ja, ich weiß. So, Mankey kriegt erstmal einen Trank und gut ist, weil ich möchte auch kein angeschlagenes Team unbedingt bei mir rumschleppen, mit mir rumschleppen. Am besten setze ich jetzt wieder mein Täubchen nach vorne, weil ich will bald einen Tauboga haben. Dazu nehme ich mir diesmal den Teenager hier vor, weil die Wanderer möchte ich nicht unbedingt mit meinem Taubsi herausfordern. Die Trainer dagegen kommen zum Imi her. Ist gut, wollte für die Arena trainieren, ne? Das nenne ich ordentlich. Mit Radfratz. Oh ja, ja. So gefährlich. Aber naja, ich darf das Radfratz jetzt nicht unterschätzen, weil es könnte bestimmt Hyperzahn einsetzen. Und dann habe ich schlechte Karten. Nee, es ist nur Tackle ein. What the F? Wie lame ist das denn? Ja, im letzten Part haben wir natürlich auch über Pokémon X und Y geredet, auch die Zukunft. Ich muss ja wirklich sagen, die ersten Bilder lassen wirklich den Sabber in meinen Mund überschlagen. Ich meine, viele, so manche sind halt eher skeptisch, was die neuen Erneuerungen bei den Pokémon betrifft, weil einige... jetzt hör er auf, ja? Ey, jetzt ist es mal gut hier! Besiegst doch mein Taubsi, Mann! Das will ich natürlich nicht. Mein Täubchen muss am Leben bleiben. Schnell Trank einsetzen. So manche sind da eher noch skeptisch, was die Neuerung betrifft. Ich meine, ich bin zum Beispiel das eher bei den neuen Typen. Ich meine, Fee. Geschmackssache würde ich da eher sagen. Obwohl, ich darf da auch nicht so viel reden. Aber. Bisher weiß ich ja nur, dass es gegen Drache effektiv ist, aber mehr ist auch nicht gesagt worden. Was soll denn die Scheiße? Können denn Game Freak und Nintendo nicht noch mehr Infos rausbringen, die nützlich sind vielleicht? Das würde ich ihnen wirklich empfehlen, aber ernsthaft. Mal raus mit der Sprache, Rücken, ja, Lappen. Aber echt. Naja. Ist egal. Es ist halt nun mal so. Das ist richtig gut. Jedes Pokémon hat seine Schwächen. Man sollte der unterschiedliche Pokémon trainieren. Ja, das weiß ich auch. Mein Täubchen ist bald zu einer prächtigen Tauboga. Dauert nicht mehr lang und dann kann ich meinen anderen Pokémon jetzt mal trainieren. Ich habe in Orania City mit meinem Papa auf der MSN eine Party besucht. Das Schiff MSN, oh ja. Yeah. Ich weiß nicht, jetzt werdet ihr wahrscheinlich in den Comics schreiben, hey, warum nimmst du nicht Mirapla im Team? Das wäre ein Pflanz-Pokémon. Ja, ich muss zugeben, entweder als Giflo oder als Blubella vielleicht. Wäre das gar nicht so schlecht, aber... Oh mein Gott.
Aber ich bin ja noch ein bisschen skeptisch. Da muss ich noch mal überlegen, ob ich da was... Oh mein Gott. Wie stark ist die Attacke? Zu stark. Okay, das reicht. Pikachu, dein Einsatz. Aber bist du Dali Dali? Komm her! Shockwave. Oh mein Gott, Konfusion. Er zieht zum Glück nicht allzu viel ab, also das ist noch ein Rahmen. Wie viel haben wir? Oh, jetzt habe ich ein bisschen zu laut gestellt. Ich wollte nur überprüfen, ob auch mein Mikrofon auf die höchste Lautstärke gestellt ist. Ah, Donnerstock hat ordentlich abgezogen. Shockwave kann doch ordentlich zu langen. So, wo war ich? Irgendwie bei Pokémon XY immer noch. Die MSN ist wirklich ein schönes Schiff. Und da kann man auch wirklich sehr viel erreichen. Man muss da natürlich nicht zwingend draufbleiben, aber man kann... Naja, man muss das schon, weil man bekommt eine VM-Attacke. Und ohne die kommt man ja nicht weiter, ist auch klar. Sorry, Leute. Also... Bei Pokémon XY sind da einige noch skeptisch, was diese Neuerung betrifft. Ist auch klar, ein neuer Typ ist jetzt wieder eine Ungewöhnung für neue Strategien. Aber das ist auch meine Abwechslung, weil ich meine... Bis zur 5. Gen ist noch alles gleich geblieben. Ist in höchstens die Pokémon anders gewesen. 3. Gen, 4. Gen, 5. Gen. Ja. Da begrüße ich das ziemlich gerne, wenn da immer neue Neuerungen mit dabei sind. Aber, ah ja, wegen dem Pflanzen-Pokémon Mirapla, ich meine, als Giflo oder als Bluebella ist zwar nicht schlecht, aber ich bin ja noch so skeptisch bei sowas. Wenn, dann muss ich doch schauen, dann habe ich leider ihren Text nicht vorgelesen, aber es ist jetzt egal. Könnt ihr selber nochmal pausieren, wenn ihr das lesen wollt. Jedenfalls werde ich noch schauen, ob ich irgendwelches Pflanzen-Pokémon ich nehme, weil Kokoball zum Beispiel klingt auch nicht schlecht, da wäre es sogar ein Psycho-Pokémon. Das habe ich schon eher im Sinn. Kokoball oder, Mirapla oder Kokoball, das ist hier die Frage. Dazu müsste ich aber erstmal ein Owei fangen und ich müsste es auch schon sehr viel trainiert haben. Und das Owei... Oh, du kannst mich mal mit deinem Gift. Egal, Täubchen erreicht Level ab und das zählt. So ist doch viel besser. So, dann darf jetzt Pikachu rein. Das kann ja nicht vergiftet werden, weil es Spezialangriff einsetzt. Du bist doch wenigstens ein bisschen Vorteil. Was, mein Kleines? Also, oder setze ich... Nee, Donnerstock. Ich bleibe bei Donnerstock sicher. Wenn nicht, dass der Gifthorn auch noch hier kommt. Nicht, dass es auch noch dieses Indiron mit Gifthorn kommt. Und dann muss ich schon wieder zusehen, dass ich die Vergiftung heile. Ich hab eh zum Glück ein paar Heilungs-Items gekauft. Und ein paar Gegengifte noch dazu. Wenn, dann müsste das schon reichen. Boah, ey, ich brauche auch ein besseres Elektro-Pokémon. Das auf jeden Fall. Nee, jetzt muss ich wirklich mal überlegen. Also, wenn Pflanze... Und Wasser-Pokémon kommt garantiert dazu zu meinem Zubat und, ja. Zu meinem Zubat und Glutexo. Starter. Ist auch klar. Und ja! Tauburger entwickelt sich zu Burger. Vielleicht sollte ich das lieber enthalten. Nee. Das sind schon mal 4 Pokémon, was ich hier habe. Dann noch vielleicht, tja, Wasser-Pokémon und was noch? Boden-Pokémon und unter dem Wasser-Pokémon hätte ich da zum Beispiel auch eine Option, nämlich Amoroso. Das gehört wirklich zu den besten Pokémon. Das hat wirklich ziemlich viel drauf. Das kann ganz schön was reißen. Also, oh mein Gott, hör auf zu laggen, Fraps, okay? Mit diesem Pokémon könnte ich da schon einiges erreichen. Es hat außerdem noch Gesteinsattacken. Wäre wahrscheinlich auch nützlich. Aber ein Elektro-Pokémon wäre auch nicht schlecht. Wenn, dann wäre eher Zapdos die Option, aber... Nee, Zapdos? Ich weiß nicht. Puh, da bin ich auch eher skeptisch, was das betrifft. So, Lockshop LP darf gegen den Trainer hier antreten. Er ist bitte wild, aber es wird gekämpft. Ja, nee, das bestimmst du, ne? Aber gut. Wenn sich da anders geht. Ja, der hat nur Onix, ich wusste es. Und da habe ich leider mit... Lockshop LP ein bisschen schlechte Karten, vor allem wenn es Gesteinsattacken einsetzt, dann bin ich am... Ihr wisst schon wo. Schon mal wie viel Biss abzieht. Ja, nicht gerade so viel, aber es flincht, das ist gut. Das finde ich nice. Oh, Zubat haut rein, Zubat haut rein!
Okay, jetzt kommt Onyx dran. Hey, der Vergleich. Donnerwetter. Oh, ich sag nichts mehr. Ich sag nichts mehr. Verdammt, bitte sag mir, dass der Biss ausreicht. Boah, super, besiegt dein Onyx. Krasse Kacke, sowas muss man erstmal schaffen. Aber warum hat er nicht früher Steinwurf eingesetzt, dieser Lappen? Der Vater dort unten ist eine Abkürzung nach Azur City. Ja, das können wir auch schon. Da müssen da sparen wir uns einen elendig langen Weg. Ja, setze gleich Supertrank ein. Der Trank wird einfach Shockwave sein. Ist mir lieber, wenn mein Team fit bleibt, als dass es angeschlagen wäre. Das ist euch auch lieber, oder? Ja, auf jeden Fall. So. Okay, dann setze ich ab jetzt mal Shockwave ein, weil damit es auch mal auf Level 17 raufkommt. Weil in der Arena muss es ohnehin rocken. Oh ja, ich glaube, da habe ich wieder den falschen Trainer dafür. Bin weg da. Sein Pokémon sammeln. Ist klar. Weil in der Arena muss es ja rocken, weil ich brauche elektrische Unterstützung. Vor dem ja auch in die Wasser-Pokémon von Azuria City. Ist auch klar. Eieiei, okay, das setze ich diesmal wieder. Ja, Lutexo, es soll auch ein bisschen kämpfen vor dem. Ich brauche wirklich möglichst viel Angriffskraft. Also möglichst viele Levels, weil mit Lutexo alleine in der Arena habe ich wirklich null Chancen gehabt. In den ersten Generationen, als ich gespielt habe, also in Pokémon Rot und Blau. Das war wirklich furchtbar. Ich hatte da überhaupt keine Chance. Autsch. Na, warte, du Lappen. Jetzt gibt's eine saftige Glutattacke noch dazu und das war's. Jawohl, Ski. Setzt du noch mehr Kleinsteine oder setzt du auch was anderes ein? Ich glaube, der bleibt nur bei Kleinsteinen. Gut, dann bleibe ich auch bei Kutexo. Ich habe jetzt keine Lust, so viel rumzuwechseln. Weil ich will da nicht nur meinen Starter jetzt ab jetzt benachteiligen. Und was zur Hölle? Das zieht ja schon mindestens noch mehr ab als Metallklaue. Krass. Ja, ich glaube auch, weil es einen höheren Spezialangriff hat und Nahkampf ist nicht so sein Ding. Ich weiß nicht, vielleicht hat es auch so ein Wesen, wo Spezialangriff besser wird, weil es hängt ja auch vom Wesen ab, wie gut die Werte werden. Wie zum Beispiel, ich kenne leider die Wesen leider nicht auswendig, welche Stats hier erhöhen. Ich muss erstmal noch gucken, welchen Wesen überhaupt mein Glutexo hat. Oh mein Gott. Hoffentlich wird der Glutexo nicht besiegt von diesem lame Kleinstein. Das wäre echt voll lame, ne? Und Level Up für Bayern Star 99. Krass. Naja, das erhöht sich mehr der Angriff. Da habe ich mich da auch irgendwie vertan. Diesmal darf Shockwave gegen das Macholo antreten und es fertig machen. Und dann, ich weiß nicht, geht sich ein Level Up noch aus? Ich glaube nicht. Wäre aber schon schön. Aber Donnerblitz erlernt das Level 18? Ich glaube schon, dass es erst ab diesem. Oh mein Gott. Aha. Hahaha. Doppelt haha! Jetzt setze ich mal Mega Heap ein, die Attacke. Boom! Ist auch episch dargestellt. Und zieht auch ein bisschen mehr, aber leider nicht so viel mehr. Egal, Donnershock beendet das jetzt und Schluss. Ich freue mich schon, wenn es Donnerblitz kann, weil die Attacke, mit der Attacke kann es weitaus mehr ausrichten. Für ein Level-Up reicht es leider nicht. Aber ich werde dann sowieso noch offscreen trainieren, bevor wir in die Arena gehen. Die Sammler besitzt vieles mit Pokémon. Das weiß ich auch. Da kommen wir auch nur mit Zerschneider hin. Bin richtig cool, ich habe eine Freundin. Ja, nö. Ich habe zwar keine, aber du musst nicht gleich prahlen damit. Ja, ich weiß, ich bin jetzt eifersüchtig. Okay, okay. Noch nicht, aber das kommt dann noch, weil in Real Life muss ich wirklich mal schauen, ob ich wirklich mal eine Freundin finde, weil ich bin schon 23,5 Jahre alt. Boah. Da muss man schon irgendwann mal Freunde finden, weil so einige Let's Play haben ja schon eine Freundin. Oh mein Gott. Boah, beinahe schon wieder von Ratzfatz besiegt, das gibt's aber nicht. Lockshop, ich muss mich über dich dann auch wirklich wundern. Aber zum Glück ist jetzt vorbei. Und Level Up. Boah, krasse Mist. Kein Donnerblitz leider. Und ich wechsle lieber. Nein, ich wollte... Naja, okay, dann stoppt es wenigstens halb so viel Erfahrung. Noch die Hälfte der Erfahrungspunkte ab. Und Bedroher wird dann auch aufgehoben, weil bei getauschten Pokémon gilt das ja nicht. Dann nehme ich diesmal wieder Lockshop LP, oder? Steht kurz vom Level Up. Ja. Also Pikachu leider auch nicht. Nee, ich glaube, ich nehme noch lieber Lockshop LP noch einmal. Weil
Das ist ein bisschen ausgeglichener. Dann muss ich noch einen Trank verwenden, damit meine Pokémon auch wirklich möglichst fit bleiben. So. Auch nur das zieht ja kaum was ab. Was soll das denn? Hat es so eine hohe Defensive oder was? Damn. Dann eben Superschall. Ach komm. Zieht sich wieder hin, unnötig. Ja, geht schon wieder daneben, 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 daneben. Jetzt komm! Triff doch endlich mal. Ach. Scheiße, Mann, das. So, jetzt. Erstaunen bringt sogar noch mehr. Warte, F. Fast schon mehr. Also, da ist doch irgendwas falsch. Das ist doch Betrug, ey. Ach, so ein Mist. Der Biss müsste eigentlich mehr Angriffskraft haben als Erstaunen, oder bilde ich mir das ein? Weil es hat auch nicht den Typ Geist, mein Gott. Ja, meine Freundin wird mich aufheitern. Ja. Wird sie wohl. Habe ich hier irgendwas vergessen? Bin ich immer von dem Thema abgekommen? Pokémon X und Y habe ich ja schon manches erzählt. Eigentlich sollte das jetzt für Pikachu gelten. Und natürlich noch bekommt Clotex ein bisschen was ab, weil ich will. Obwohl ich glaube, das ist jetzt schon der letzte Trainer, dem wir hier begegnen werden. Gut, da setze ich jetzt Lockshop LP ein, weil. Ja, ich möchte wirklich alle meine Pokémon möglichst fit haben. Und sobald ich fertig bin hier, werde ich meine Pokémon offscreen trainieren. Das wird natürlich wieder sehr schnell gehen müssen, dass sie ein Level halt zusätzlich kriegen. Ich wusste, dass wir miteinander kämpfen werden. Ist ein Wahrsager oder was? Nö. Nur ein Teenager, Jonik. Mit Rettern. Mein Gott, immer diese Rettern. Man hat mich ja auch mal in den Comics gefragt, ob ich Rettern ins Team nehmen würde. Ja, wozu denn? Ich meine, Arbok? Nö. Ist zwar nicht allzu schlecht. Aber, naja, ich meine, bringt mir das was überhaupt? Ich denke, es ist zwar nicht schlechter als Arbok, garantiert nicht, aber, ich weiß nicht. Soll ich mir das wirklich zutrauen? So, super Schall. Jawohl. Und jetzt, hau auf den Putz, aber richtig. Och nein. Och man, bitte nein, nein. Jawohl. Trotz mehrerer Sandwirbel getroffen und down gekriegt. Und schon Level 18, also mein Zubat wusste auch, dass ich verlieren würde. Ja, das sagst du aber im Nachhinein. Nichts hättest du gesagt, wenn du gewonnen hättest, aber ich wusste auch, dass ich gewinnen werde. Wenn eins in Pokémon verwirrt ist, wächst es aus. Das ist eine gute Taktik. Muss nicht immer sein. Vor dem, wenn man kein Pokémon zum Auswechseln mehr hat, was dann, hä? Kannst du mir das mal verraten, hä? So. Ich denke, als nächstes sollte ich mal noch meinen Mankey ranlassen. Ich weiß, ich trainiere auch die Pokémon, die als eigentlich keine Mitglieder sind, aber was soll ich machen? Meine Freundin hat 20 Pokémon, ich bin furchtbar neidisch. Ist klar. Vielleicht mache ich doch irgendwas falsch, weil ich meine. Höre Elisa. Ich sollte eigentlich nur meine Team-Pokémon eher trainieren. Aber meine anderen Pokémon sollten auch etwas stark sein. Ich meine, dann kann ich ja mit Offscreen trainen. Alles wieder wettmachen. Okay, Mega Kick. Trifft, nicht wahr? Auch so eine Überraschung. Ich könnte es ja alles wieder wettmachen mit Offscreen-Training, aber. Hätte es das was? Ich weiß nicht. Okay, das hat jedenfalls getroffen und fast komplett reingehauen. Schade, dass es nicht ganz geklappt hat. Ja, okay, egal. Dann eben noch ein Karateschlag und gut ist. Tschüss, Lutscher. Ich hoffe, es setzt kein weiteres Gift-Pokémon ein. Bitte. Taubsi. Naja, also. Ich habe gesagt, kein Gift-Pokémon, also darf ich mich jetzt nicht beschweren. Dann eben jetzt Felsgrab. Ich hoffe, es trifft. Und es trifft sogar. Geil. Aber reicht es auch? Jo! Auf jeden Fall. Darf Mankey hier wieder ein Level-Up abstauben. Ich weiß nicht, vielleicht kann ich das auch als Rasaft behalten, weil ich habe das schon mal länger im Team gehabt, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt. Er hat sogar schon Level 40 gehabt. Er hätte ich auch vom Anfang an Face Grab einsetzen sollen. Ich glaube, das wäre sogar ein bisschen treffsicher, oder? Naja, nicht unbedingt. Und auch nicht, bringt auch nicht so viel mehr. Wenn, dann muss ich jetzt das jetzt mit Mega Kick beenden, aber schnell. Aber echt jetzt, Mega Kick. Treff doch mal! Na, endlich! Gott! Ich hasse das. Aber Mega Kick ist auch nicht gerade sehr treffsicher. Das ist leider. Das Manko hier. Na, aber mein Pokémon-Team hat ordentlich trainiert. Ich bin nicht sauer. Ach Gottchen, ich nicht?
etwas auf dem Mondberg? Hast du ein Pipi gefunden? Ja, ich habe ein Q-Chan gefunden. Oh, und ein Pärchen hier im Wasser. Das Kopf ist beliebt bei Pärchen. Die erinnert an Mr. hat hohe Erwartungen zu Nord. Hallo, bist du alleine hier? Wenn der Kappa zulässt, solltest du jemanden dabei haben. Ja, ich möchte auch jemanden dabei haben. Na, okay, ich sollte mich jetzt nicht aufregen. Kopf hoch, du hast immer noch Spaß in deinem Leben. Ja, mein Team hat schon ordentlich zugelegt. Vor allem habe ich ja jetzt auch zwei entwickelte Pokémon. Wenn jetzt nur noch mein Superzeugen Golbat werden würde, das würde ich so abfeiern. Mankey zu Rasaf und ja, Shockwave, da brauche ich einen Donnerstein. Okay, also mein Team hat schon ordentlich zugelegt. Muss man schon sagen. Aber gegen die Arena-Leiterin würde das Tritt dennoch wahrscheinlich nicht so richtig ausreichen. Aber ich werde es dann eh nachher noch probieren. So. Wo ist denn Bill? Nanu? Bill! Bill! Hallo, Pipi? Hallo, ich bin Pokémon. Spaß beiseite. Ich bin kein SD. Einfach Bill, ich bin ein waschechter Pokémon. Glaubst du mir nicht? Hier ist ein Experiment. Das Glück dabei wurden meine Zähne mit denen als Pokémon kombiniert. Wie sieht's aus? Hörst du mir? Okay, ja. Ich gehe zu Teleporter und du startest. Beziehe aus das Zeitteilungsprogramm. Okay. Überlass es einfach mir, der keine Ahnung von dem hat. Drückt einfach einen Knopf, damit der Zellseparator in Gang gesetzt wird. Und schon vollzieht sich die wundersame Verwandlung. Ja, das wurde... Das haben sie wirklich gut umgesetzt. Weil in Rot, Blau und Gelb war das noch lange nicht so episch dargestellt. Und ich muss erst an Pikachu denken. Was, weil es hat ja immer so Animationen gemacht, wenn man es angesprochen hat. Und es hat zuerst dieses Pokémon gesehen, da hat sich, hä? Was ist das? Und dann wurde es in, habe ich halt Bild in die Maschine geschickt und als es dann rausgekommen ist, ist es dann als Bild wieder rausgekommen, Pikachu. Oh mein Gott, was ist das denn gewesen? Ja, voll geil. Volles überraschte Face war, das war so episch, ich habe mich da totgelacht. Das müsst ihr mal sehen, wenn ihr Pokémon Gelb noch einmal spielt oder vielleicht in einem Let's Play seht oder was auch immer, weil ich werde es nicht Let's Playen, nein, nein. Ich habe ja schon die erste Gen damit begonnen und das wird auch so bleiben. Klasse, da gekommen wird, das ist bei mir etwas gut. Ist denn meine Pokémon-Sammlung anzusehen? Nein, das ist schade, wie kann ich dir danken? Nehmt einfach das hier. Ein Bootsticket! Damit kommen wir in die MSN rein. In der Reine City ankert ein großes Kreuzfahrtschiff, die MSN. An Bord befinden sich nur Trainer. Sie haben mich zu einer Party eingeladen, aber ich mag nicht so viel Trubeln. Hast du Lust, mit hinzugehen? Ja, aber später. Jetzt schauen wir jetzt erstmal. Achso, wo können wir denn die Pokémon sehen? Moment, wo war denn das? Weil man kann sich ja seine Sammlung angucken. Papier war das. Blaupause. Nein. Hm. Komisch. Achso, nein, man muss sie nochmal ansprechen. Nein. Krass. Ich dachte, man kann jetzt die Pokémon sehen. Ich bin wohl völlig auf Holzwegs. Ich werde schon noch sehen. Okay. Jedenfalls machen wir uns jetzt erstmal auf den Rückweg, aber zuerst mal... Erstmal Shockwave nach vorne setzen. Ihr wisst, was ich jetzt vorhabe. Ich werde jetzt mal schauen nach wilden Pokémon, weil ich wollte eigentlich das Myrapla fangen, was dort unten auf uns lauert. Vor allem möchte ich sehen, was noch für Pokémon am Start sind. Vielleicht kann ich wirklich mein Myrapla als Pflanzenabsicherung hernehmen. Ich weiß aber nicht mehr, wie es sich jetzt zu einem Bluebell entwickelt. Ich muss da noch mal nachgucken. Vielleicht durch einen bestimmten Stein garantiert. Vielleicht durch einen Lichtstein war das, glaube ich, das war so eine Art. Und da ist es eh schon wieder. Level 12 war es vorher nicht. Hat sie vorher mehr Level gehabt? Ach egal, Donnerwelle. Bist paralysiert. Kannst dich nicht bewegen. Hahaha. Du hast keine Chance zu entkommen. Und noch Donnerschock. Oben drauf. Das wird nicht effektiv sein, also wird es auch kein. Ach, das sieht ja kaum was ab. Mein Gott. Pikachu. Du brauchst eindeutig mehr Power. Das heißt, Donnerblitz her. Nur die Frage ist, wann bekommt es endlich diese Attacke? Naja, das werde ich noch früh genug erfahren. So, jetzt trefft es aber endlich mit dem Mega-Hieb. Und ja, das reicht wohl. So, und jetzt noch schnell Pokéball, aber ein bisschen zack, zack.
Zum Glück haben wir so einige. Okay, es ist drin. Gefangen. Ich hätte nicht speeden brauchen. So, aber ich will ja den Part bald beenden. Mirabla, das Unkraut-Pokémon. Sein wissenschaftlicher Name lautet Odium Wanderus. Nachts soll es knapp 300 Meter aus zwei Wurzeln zurücklegen. Ja, und? Ja, Spitznamen, Spitznamen, Spitznamen. Oh mein Gott. Ich hab vergessen, die ganzen Let's Player aufzuschreiben, die... was sag ich Let's Player? Die ganzen Zuschauer und Abonnenten, die mir geschrieben haben. Also, wer mir jetzt geschrieben hat, wer noch ein Pokémon sein möchte. Das schreibe ich mir demnächst noch auf. Aber ich denke mal, dass ich einer als erstes... Derjenige, der sich auch ziemlich oft meldet jetzt gerade... Vor allem auch ganz kurz. Und auch ein Pokémon sein wollte. Bekommt jetzt auch einen Namen. Julian. Ja, dieses Pokémon nenne ich Julian. Julian Schiller, genau. Ganz richtig. Zurück. Julian. Schiller. Ja, Schiller geht sich nicht mehr aus, also deswegen bekommt... Obwohl, das ist ja weiblich. Aber ich habe keinen weiblichen anderen Zuschauer mehr. Sorry, ich hoffe, das macht dir nichts aus. Ich habe sonst kaum weibliche Pokémon-Fans bei mir, oder? Wenn noch mehr weibliche Pokémon-Fans unter euch sind, außer Q-chan, dann schreibt es ins Kommentar. Melde dich, ist das klar? Meldet euch, meine lieben Abonnentinnen oder Zuschauerinnen. Naja, aber bis das ich vielleicht zu manch von euch bin, ist es eh schon zu spät. Trotzdem, versucht es ruhig. Ich warte. Auf die Damenwelt! Ja, okay, ich halte jetzt meine Klappe. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig geschrieben, weil... Ja, ich habe es richtig geschrieben. Okay. Schauen wir mal, ob es hier noch ein Pokémon gibt. Nein, hier gibt es anscheinend nur Mirabla. Ich glaube aber, dass es noch eins gibt. Raupi... Oh mein Gott. Level 7, wo lebst du denn, bitteschön? Ich weiß nicht, da gab es noch was anderes. Ey... Willst mir ja wohl nichts erzählen, dass hier erst nur Käfer-Pokémon gibt und Mirabla. Ne, da gibt es anscheinend wirklich nur Noobs unter Pokémon. Schade, Schokolade. Oh, 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 oh. Ich glaube, das sollte ich in Safe State setzen, aber ich weiß nicht mehr, wie ich das in Abkürzung mache. Also, Augenblick, das wird jetzt kurz unterbrechen wahrscheinlich. So. Ich hoffe nur, das nimmt noch immer auf. Save Game in Slot 1. So. Road State 1. Okay. Zeit für eine hübsche kleine Donnerwelle. Yeah. Was? Na toll. Synchro. Okay, wie soll ich nochmal den State laden? Load Game war... Ja. Jetzt habe ich den Save State wieder geladen. Ah, verdammt. Das beherrscht Synchro. Das ist echt scheiße. Aber probieren wir jetzt mal, ob es diesmal paralysiert ist. Ja! Perfekt! Okay. Ich sollte nochmal Safe Staten für alle Fälle. Aber wer weiß, ob das dann immer noch was bringt. Safe Game. So. Okay. Pokéball. Los, bitte enttäusch mich nicht. Nein! Aber gut, letzte Chance. Ja, ich habe einen Abra! Krass! Ich hab's gleich gefangen! Abra! Das Psi-Pokémon. Es schläft 18 Stunden am Tag. Währenddessen setzt es eine Vielzahl zusätzlicher sensorischer Kräfte ein. Krass, ich habe ein Abra, aber wen soll ich jetzt den... Welchen Namen soll ich ihn jetzt geben? Ich könnte jetzt am liebsten bei Google Chrome nachschauen, aber das geht ja nicht. Sonst würde das wahrscheinlich Fraps das auch noch mit aufnehmen. Das brauche ich jetzt gerade nicht. Ach, Augenblick. Wisst ihr was? Ich schneide das kurz und dann sehen wir uns wieder. Okay, liebe Leute, ich habe mich entschieden. Und mir ist noch etwas aufgefallen. Ich habe Lockshock LP, heißt es eigentlich nicht Lockshock LP. Habe ich leider falsch geschrieben. Ich Volldepp. Sorry nochmal, dass ich jetzt deinen YouTube-Namen falsch geschrieben habe. Aber wenn ich einen Namensänderer oder wie auch immer finden kann... Dann verspreche ich, dass ich den Namen umändere auf der Stelle. Wua. Oder Wualam.
Wie kann ich jetzt... Achso, hier. Okay. Augenblick, das dauert nur eine Sekunde. So. Tatsächlich ein Abra. Das wäre auch ganz geil, aber ich wüsste nicht, wie ich es jetzt in ein Simsala weiterentwickeln lassen könnte, weil Simsala würde rocken. Aber geht leider nicht. So. Erstmal hier raus, auf nach Otsuga City zum Pokémon Center. Können wir schon eigentlich da rein in das Haus? Ne, ich glaube, das geht erst, nachdem wir den Orden... Oh nein, wir können schon rein. Aber zuerst werden wir in der Otsuga City um den Arena-Orden wieder kämpfen. So, liebe Leute. Dann würde ich mal sagen... Hoppla. Sorry. Im nächsten Part werden wir dann auch gleich um unseren Orden kämpfen. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat, und ich hoffe, ihr seid dann wieder beim nächsten Mal dabei. Seid gespannt und schaltet wieder ein. Euer Crash Wolfie 89. Danke fürs Gucken. Wir sehen uns. Auf Wiedersehen und tschüss, Leute.